Runde 3 der FIA Truck Racing Europameisterschaft findet statt auf dem Nürburgring. Die Traditionsrennstrecke im Kalender, Schauplatz des 32. Truck Grand Prix. Das Highlight des Jahres aus Sicht vieler Fans und vieler Fahrer. Jahr für Jahr pilgern mehr als 100.000 Menschen in die Eifel und machen das Wochenende zu etwas ganz Besonderem. Hallo! Das beherrschende Thema, der Dreikampf in der Meisterschaft zwischen Adam Latschko, Steffi Halm und Jochen Hahn. Den Druck, den du dir machst, machst du dir selber. Das Ziel ist, wie immer, Rennen zu gewinnen und aufs Podium zu fahren. Das ist nicht einfach. Mal sehen. Ist Adam Latschko, der Meisterschaftsführende aus Tschechien, stark genug, um die beiden deutschen Verfolger in Schach zu halten? Ob ich führe oder nicht, ist egal, denn wir haben ja erst zwei Rennwochenenden hinter uns. Und noch fast die gesamte Saison vor uns. Ich möchte gerne hier vom Nürburgring so viele Punkte mitnehmen wie möglich. So much point what is possible bring from the Nürburgring. Kann Steffi Halm erneut Paroli bieten und die beiden Dominatoren der vergangenen Saison abermals ein bisschen ärgern? Ich war nach dem ersten Wochenende in der Meisterschaft Zweite, wusste aber, dass Adam in Misano stark sein würde. Jochen hatte dort technische Probleme und so blieb ich Zweite. Das ist fantastisch für mich. Aber mir ist auch klar, dass es noch ein weiter Weg ist und noch viele Rennen anstehen. Und viele Fahrer auf dieser Position sein möchten. Das wird ein echt harter Kampf. Und Jochen Hahn? Ist er in der Lage, beim Heimrennen den Rückstand auf Latschko und Halm zu verkürzen? Beim letzten Rennwochenende haben wir mit mehr Punkten gerechnet. Derzeit muss keiner wirklich in Führung liegen. Niemand kann behaupten, hey, Adam ist schon Champion. Aber sicherlich, drei sind vorne. Meiner Meinung nach sind es aber mehr als drei, die um die Meisterschaft kämpfen. Und so sieht es aus in der Meisterschaft nach 2 von 9 Rennwochenenden. Ein ganz besonderes Wochenende steht Gerd Körber bevor. Vor genau 30 Jahren begann am Nürburgring seine erfolgreiche Karriere. Und das wurde natürlich entsprechend gewürdigt. Wir sind sehr, sehr happy, dass du nach wie vor mit uns dabei bist. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ich hatte einen wirklich schönen Moment damals mit dem selbst konstruierten Phoenix M1. Ich war German Truck Master, habe jedes Rennen gewonnen und auch das Go and Stop. Und das ganze Wochenende war es einfach super. Und auch mit dem MAN, mit dem Sisu, mit dem Bagheera gewinne ich hier jedes Rennen. Ich habe wirklich gute Momente am Nürburgring erlebt, hatte aber auch schlechte Wochenenden. Wenn dort einige Unfälle sind, dann ist der Druck einfach für alle sehr hoch. Very bad weekends. You know, when you have some crashes there, the pressure is high for everybody. Kann Mr. Truck Racing Gerd Körber in diesem Jahr mit dem Druck umgehen und nicht nur sein Jubiläum, sondern vielleicht auch ein gutes Ergebnis feiern? Zum ersten Mal in der Saison am Start David Vrzecki, der Tscheche im Bugira-Team, der vergangenes Jahr mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, soll seinen Teamkollegen Adam Latschko im Kampf um die Meisterschaft unterstützen. Das ist das erste Rennen und ich versuche, ob es für mich okay ist oder nicht. Wenn ich es schaffe, dann ist alles okay. Und im Promoters Cup, da liegt André Kosim, der junge Deutsche, im Truck mit der Startnummer 42, als Zweiter in Schlagdistanz zum Überraschungsmann der ersten beiden Wochenenden. José Rodríguez aus Portugal, der am Red Bull Ring seinen ersten Sieg in der FIA Truck Racing Europameisterschaft feiern konnte. Ich liege derzeit auf Rang 2, richtig. Im Moment passt alles. Rodríguez ist langsamer als ich. Und ich hoffe, dass ich Rang 1 dieses Wochenende übernehmen kann. Die Veranstaltung in Deutschland immer mit vollen Starterfeldern. In diesem Jahr sind 21 Racetrucks in den Rennen um die Europameisterschaft gemeldet. Neben den etablierten Fahrern sind 9 sogenannte Race-by-Race-Driver am Start. Und der bekannteste von allen ist wohl Anthony Janiek, der Franzose im Lion Truck Racing Team. Das erste Qualifying, die erste Superpole für Race 1 aufgrund des vollgepackten Zeitplans schon am Freitagnachmittag, sieht einen starken und gut aufgelegten Jochen Hahn, der mit einer Zeit von 1 Minute 54,715 die schnellste Zeit erzielt.
Mit 15 Hundertstel schlägt er dadurch Norbert Kiss, den Champion von 2015. Und der ist wiederum eine Tausendstel Sekunde schneller als Antonio Albacete. Der Spanier also auf Rang 3. Wenn du in den letzten Jahren schaust, ist es jedes Mal immer der erste und der zweite Sektor, der mein Sektor ist. Und der dritte Sektor ist eben der von jemand anderem. Wir wissen das und es ist mein Stil, der ist einfach ein bisschen runder. Und mit der Schikane, ich weiß es nicht, jedes Mal habe ich dort Probleme. Also nicht die Jochen Hahn-Schikane? Nein, aber das Gute ist, in der Schikane ist es einfach nicht möglich zu überholen. Von der Seite her ist es egal fürs Rennen. Samstag früh, Rennen 1. Die Bedingungen in der Eifel. Regnerisch, windig, die Strecke nass. Jochen Hahn in der Startaufstellung auf der Pole Position. Und neben ihm Norbert Kiss, der Mann aus Budapest. In Reihe 2 Antonio Albacete, der Spanier auf Rang 3, nur eine Tausendstel Sekunde langsamer als Kiss. Adam Latschko auf Rang 4, wohl der Favorit auf den Sieg. Der Tscheche, nachweislich ein exzellenter Regenfahrer. Adam ist in der Vergangenheit unter nassen Bedingungen unfassbar schnell gewesen. Das Einzige, was wir machen können, ist, ihn aufzuhalten und am Ende vielleicht vor ihm über den Zielstrich zu fahren. Ganz einfach. Geplant 13 Runden auf der 3,629 Kilometer langen Kurzanbindung der Grand Prix-Strecke. Aufgrund des Regens und der nassen Rennstrecke wird aber eine zusätzliche Runde hinter dem Pace-Truck gefahren. Und dann noch eine weitere Runde unter Gelb, ehe das Rennen freigegeben wird. Jochen Hahn zunächst in Führung, gefolgt von Kiss, Latschko und Albacete. Rundenlang ein Dreikampf, manchmal sogar ein Vierkampf an der Spitze, der allerbeste Unterhaltung bietet. Der Champion des vergangenen Jahres kann die Verfolger 5-6 Runden lang hinter sich halten, so wie Jochen Hahn sich dies vor dem Start ausgemalt hat. Kiss und Latschko beißen sich die Zähne aus. Und auch in der Vedol-Schikane, die dem Deutschen immer so große Probleme bereitet, kommen die beiden anderen, wie hier aus der Onboard von Latschko gut zu erkennen, nicht vorbei. In Runde 8 setzt Norbert Kiss dann aber das entscheidende Überholmanöver. Mit seinem Mercedes-Benz-Truck geht er, woanders als in der Mercedes-Arena, am führenden Jochen Hahn vorbei, der sich lange Zeit gewehrt hat, jetzt aber klein beigeben muss. Genau eine Runde später, wir sind zu Gast im Cockpit von Antonio Albacete und sehen, dass Adam Latschko wohl in der Runde zuvor gut aufgepasst hat und an exakt derselben Stelle an Jochen Hahn vorbeigehen kann und sich Position 2 holt. Um sich dann am Ende von Runde 9 auch noch Norbert Kiss zu schnappen und die Führung dadurch übernimmt in Rennen 1 am Nürburgring. Ja, der Zwischenstand nach 9 Runden, also Latschko vor Kiss, dann Hahn und Albacete hier links eingeblendet. Ich wusste, wo Norbi langsamer ist und hab's vorher schon ein paar Mal probiert. Aber immer war Jochen davor und hat Norbert und mich eingebremst. Nachdem wir dann an ihm vorbei waren, war es möglich, Norbi zu überholen. Ich hab's einfach versucht und auch geschafft. Jochen Hahn muss alles geben, um vor Albacete zu bleiben, den dritten Platz zu verteidigen, verlangt dem dreifachen Europameister alles ab. Und Truck-Beherrschung ist in diesem Rennen angesagt, sowohl bei Jochen Hahn als auch bei Antonio Albacete. Und was macht eigentlich Gerd Körber, der Jubilar, liegt hier auf Rang 10? Kämpft gegen André Kursim um Rang 9. Dahinter lauert José Rodríguez, der Portugiese, im blau-gelben Truck mit der Startnummer 14. Während Gerd Körber um hier einen oder zwei Punkte in der Meisterschaft kämpft, geht es für Kursim und Rodríguez um den Sieg im Promoters Cup.
Gerd Körber kann sich schließlich in den letzten Runden von den beiden anderen lösen, sichert sich Platz 9, während André Kursim in der letzten Runde vom Portugiesen José Rodríguez am Ende der Startzielgeraden überholt wird. Hier gut zu sehen aus seinem Cockpit. Damit verliert der junge Deutsche nicht nur den sicher geglaubten Sieg, sondern auch weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaftsführung im Promoters Cup. Die letzten Meter für Adam Laczko. Gut 3 Sekunden beträgt der Vorsprung des Tschechen vor Norbert Kiss im Ziel. Dann erst Jochen Hahn, knapp vor Albacete und Janiek. Der erste Tagessieg am Nürburgring geht also ans Bugira-Team um Adam Laczko, der mal wieder seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei nassen Bedingungen unter Beweis stellt. Hinter den Top 3 Albacete, Lenz und Janiek, der eine 10-Sekunden-Strafe wegen Overspeedings bekam. Dann Steffi Halm und Gerd Körber, der aufgrund einer Strafe gegen Wozecki auf Rang 8 vorrutscht. Für uns, die Fahrer, und für die Zuschauer war das ein echt geiles Rennen. Warum? Wir haben bis 3 oder 4 Runden vor dem Ziel gefightet und ich bin echt froh, weil, naja, war echt ein cooles Rennen. Nice race. Ein im Regen gewohnt starker Adam Laczko also ganz oben. Wir hatten einen tollen Dreikampf, Adam, Jochen und ich. Und obwohl ich Adam überholen konnte, habe ich es geschafft, wieder auf Rang 2 nach vorne zu fahren. Naja, und Jochen, der war zwar einige Runden in Führung, war aber nicht schnell genug, um Adam hinter sich zu halten. Feuchtfröhliche Siegerehrung mit einem Adam Laczko, der das Maximum von 20 Punkten aus Rennen 1 mitnehmen kann. Im Fahrerlager am Nürburgring gibt es auch dieses Mal wieder eine ganze Menge zu erleben. Traditionell schauen immer viele Familien beim Truck Grand Prix in der Eifel vorbei. Ich hätte gern für Heini. Es ist halt die Mischung aus Motorsportmesse, Musik und Stars zum Anfassen, die dieses Event seit mehr als 3 Jahrzehnten ausmacht. Vertreter aus der Auto- und Zuliefererbranche, aber auch Trucker und Country-Fans in die Eifel zieht. Beim ersten Mal hat mich ein Kollege angerufen, hat gesagt, ich habe ein ADAC-Heft gelesen, da ist LKW-Rennen. Du bist doch so LKW-Fanatisch, USW. Hab ich gefragt, wo? Auf dem Nürburgring. Sagte ich, wann? Nächstes Wochenende. Sag ich, fahre ich hin. Und dein Feeling hier, also, na, also normal. Nicht so wie der Formel 1, oder so. So. Anderes Publikum, normaler halt. Kannst überall hingehen, zu den Fahrern, die Autos angucken, mal ein Bier trinken, wunderbar. Das ist jetzt 32. Mal. Ich habe noch keins ausgelassen. Gesagt, getan und weiter geht's für die Fans auf die Tribüne um den Korso der US-Trucks, der historischen Trucks und der vielen, vielen Road-Trucks nicht zu verpassen. Reverse Grid heißt es dann am Samstagnachmittag und Gridwalk. Die Startaufstellung proppenvoll, mittendrin nicht nur eine Blaskapelle, sondern auch Gerd Körber auf der Pole Position. Der Regen hat gerade aufgehört, die Strecke könnte also abtrocknen. Das wäre nicht so gut für uns, denn wir haben auf ein reines Regensetup gesetzt. Wenn es wirklich trocken werden sollte, dann bekommen wir echt Probleme. Ich denke, wir kommen in Trouble. Neben Gerd Körber in Reihe 1 Steffi Halm, die in Rennen 1 im Nassen nicht so gut mit ihrem Reinhardt Racing Truck zurechtgekommen ist. In Reihe 2 Anthony Janiek, der Franzose auf der 3 und Sascha Lenz auf Position 4, der junge Deutsche, der in der Nähe des Nürburgrings lebt. Verteilt über alle 4 Tage und trotz des schlechten Wetters, 115.000 Fans am Nürburgring wollten die Rennen sehen. Startfrei für Rennen 2, Gerd Körber ganz vorne auf der Innenseite, dahinter zu dritt nebeneinander Janiek, Halm und Lenz. Extrem schwierige Bedingungen für die Piloten, die Racetrucks durch die ersten Kurven zu steuern. Jede kleinste Berührung kann in einen Dreher enden und da ist es auch schon passiert. Janiek fast vorbei an Steffi Halm, bekommt einen leichten Stoß. Der Franzose kreiselt von der Bahn, kann seinen Truck aber abfangen und kommt zurück, sortiert sich als Fünfter wieder ein. Wahnsinnsaktion des Mannes aus Metz, der danach eine unglaubliche Aufholjagd starten sollte.
In Runde 3 geht Adam Latschko an Jochen Hahn vorbei. Der Tscheche im Bugira Freightliner erneut extrem stark im Nassen. Da kann selbst ein Europameister nicht mithalten. Und in derselben Runde geht Antoni Janjek dann in der Vidol-Schikane an Steffi Halm vorbei, liegt also schon auf Position 4 und hat als nächstes Jochen Hahn im Visier. Die nächste Runde, Adam Latschko überholt in der Mercedes-Arena Gerd Körber außen herum. Der Tscheche nutzt hier die bessere Traktion seines Trucks, setzt sich an die Spitze, übernimmt die Führung. Runde 6, Janjek schon an Hahn vorbei, greift Gerd Körber an. Der Franzose in seinem MAN unglaublich gut auf der Bremse, klassisches Ausbremsmanöver. Körber ohne Chance, der Franzose also Zweiter nach seinem Dreher in Runde 1. Eine unglaubliche Leistung. Dieselbe Runde, ein wenig später der Kampf um die Positionen 7, 8 und 9. Wrzecki, Albacete und Kiss, ausgangs der Mercedes-Arena. Der Tscheche mit der 33 und der Spanier mit der 23 kollidieren, rutschen nach rechts und treffen Norbert Kiss. Unglückliche Situation für den Ungarn, der schon fast vorbei war an den beiden. Ausgangspunkt, die Kollision zwischen Wrzecki und Albacete. Kiss bleibt anschließend mit seiner Felge an Albacetes rechtem Vorderrad hängen. David und ich haben uns ein bisschen berührt, sind dann beide zur Streckenmitte hin geschoben worden. Tja, und Kiss hatte nicht mehr genug Platz, um vorbeizufahren. Schade für alle drei, weil, naja, es war eben ein klassischer Rennunfall. Das Aus für den Spanier, bei dessen Truck der rechte Vorderreifen geplatzt ist. Ich habe es kommen sehen, dachte aber, dass ich vorbeikomme, weil ich doch einen großen Geschwindigkeitsvorteil hatte. Leider hat es nicht geklappt. Antonio hat mich hinten am Truck getroffen und dann hat mein Truck abgehoben und ich habe mich sogar gedreht. Dennoch kann Norbert Kiss mit gebrochener Feder und einem großen Schlag in der Felge weiterfahren, wird am Ende sogar noch Neunter, holt 2 Meisterschaftspunkte. Wrzecki dagegen wird nur 15. Danach passiert wenig Spektakuläres. Schon die letzte Kurve für Adam Latschko. Mit mehr als 10 Sekunden Vorsprung überquert er die Ziellinie vor Antoni Janjek. Weitere 7 Sekunden dahinter. Gerd Körber auf Rang 3. Mr. Truck Racing darf also beim 30-Jährigen einen Podiumsplatz bejubeln. Für mich war es klar, dass ich das Rennen nicht gewinnen kann. Und ich war auch nicht sicher, ob es für Platz 3 reicht. Naja, und Latschko, der fährt im Regen sowieso seine eigenen Rennen, das wissen wir ja. Der zweite Sieg also für Adam Latschko nimmt 10 weitere wichtige Punkte für die Gesamtwertung mit. Jochen Hahn auf 4, Steffi Halm auf 5 verlieren weiter an Boden in der Meisterschaftswertung. Der Regen ist für mich und meinen Truck super. Ich bin einfach nur glücklich. Es lief optimal für mich, fürs gesamte Team. Und glücklich sind auch die Fans, die am Samstagabend in die Müllenbach-Schleife pilgern. Wo sonst Formel-1-Boliden auf dem Grand Prix-Kurs um Positionen kämpfen, ist wie immer das Trucker-Camp zu finden. Hotspot für alle, wenn es ums Partymachen geht. Und ganz klar, einer darf mit Sicherheit nicht fehlen, Tom Astor, nicht irgendein Country-Sänger, der deutsche Country-Sänger. Tom Astor ist schon genial. Er gehört auf jeden Fall dazu. Wenn Tom nicht mehr da ist, dann kannst du Grand Prix zumachen. Und obendrauf gibt's am Ende noch ein mega Feuerwerk. Sonntagmittag am Nürburgring ganz vorne. Auf der Pole Position steht diesmal Norbert Kiss. Die erste für ihn seit Nogaro im vergangenen Jahr. Neben dem Ungarn in Reihe 1 die Startnummer 1, Jochen Hahn, 500stel Sekunden langsamer als Wetterfrosch Norbert Kiss. Das Ergebnis jetzt hängt vom Wetter ab und natürlich auch vom Start. Wenn ich es schaffe, nach den ersten paar Kurven vorne zu sein, dann kann ich heute gewinnen. In der zweiten Reihe, genau wie tags zuvor, Antonio Albacete auf 3, Adam Latschko auf 4. Hochspannung in der Boxengasse bei den Teams, kurz vorm Start zum dritten Lauf des Wochenendes.
wo gleich zu Beginn vier Trucks nebeneinander die Startzielgerade runterrasen. Dass das nicht gut gehen kann, zeigt sich dann ausgangs der Mercedes Arena. Onboard mit Sascha Lenz, der einen hervorragenden Start hatte. Albacete dreht sich. Keine Chance für Lenz auszuweichen. Und ab geht's für beide Richtung Leitplanke. Ich sehe dann auf einmal, wie der Antonio sein Auto die Kontrolle verliert und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Dann bin ich schon rechts rübergezogen. In dem Moment hat es nur noch gekracht und dann ist Antonio von der linken Seite aus gekommen. Wir konnten nicht mehr ausweichen, ich habe noch gebremst. War dann letzter gewesen und habe mich dann versucht, wieder nach vorne zu kämpfen. Ne? An der Spitze Norbert Kiss, dann Latschko und Hahn, die üblichen Verdächtigen also. Kiss aber hier mit dem Fehler rutscht eingangs von Startziel ins Kiesbett und kommt nur als Vierter zurück auf die Strecke. Das war nur ein kleines bisschen, bin mit meinem linken Vorderreifen ins Kiesbett gekommen und hatte dann keinen Grip mehr. Ein kleiner Fehler mit großer Wirkung, aber dadurch habe ich 3-4 Positionen verloren. Naja, okay, aber am Ende bin ich dann ja noch Zweiter geworden. Weil Jochen Hahn in Runde 5 fair mitspielt und den schnelleren Kiss in der Querspange vorbeifahren lässt. Anthony Janiek lauert auch schon. Der Franzose geht wenig später dann am Deutschen in Runde 6 vorbei und übernimmt die dritte Position. Steffi Halm. Im Truck mit der Startnummer 44 kommt das gesamte Wochenende nicht gut zurecht im Regen. Tut sich schwer, liegt hier auf Rang 5 vor André Kosim. Steffi Halm wird am Ende Sechste. Allein auf weiter Flur dagegen Adam Latschko, der Führende, der scheinbar wie auf Schienen über den Eifelkurs fährt. Probleme dagegen bei Jochen Hahn. Ein seltener Fehler, der ihm hier unterläuft, rutscht von der Strecke. Vielleicht eine kleine Ölspur. André Kosim mittlerweile vorbei an Steffi Halm, ist Vierter und die Deutsche wird von Wrzecki attackiert und wenig später dann auch vom Tschechen überholt. An der gleichen Stelle wie kurz zuvor Jochen Hahn, gleicher Fehler bei Erwin Kleinnagelfort, dem Holländer. Auch er macht Bekanntschaft mit den Reifenstapeln, davon völlig unbeeindruckt. Adam Latschko fährt seinen dritten Sieg an diesem Wochenende ein, gewinnt deutlich vor Norbert Kiss und Anthony Janier. Der Rest des Feldes fast eine Minute zurück. Starker Vierter aber, André Kosim, Halm auf 6, Hahn nach seinem Ausrutscher am Ende noch Siebter. Auf der 10, José Rodríguez. Das ist mein bestes Ergebnis in der Truck Race Europameisterschaft. Einfach unglaublich. Ich bin zufrieden. Die Bedingungen waren echt schwierig, aber eigentlich für jeden. Trotzdem sind wir Erster, alles perfekt. Platz 1 bezieht sich natürlich in Kosims Fall auf den Promoters Cup. Der zweite Sieg für ihn in dieser Wertung am Nürburgring rückt dadurch bis auf 5 Punkte an Rodríguez heran. Und mindestens genauso groß ist die Freude bei Adam Latschko, der im dritten Rennen einen hart erkämpften dritten Sieg feiert. Im Nassen war es okay, aber danach hatte ich den Eindruck, dass gegen Rennende Diesel oder Öl auf der Strecke lag. Das war fast wie Schlittschuhlaufen. Überall war es Fahren am Limit und verdammt hart. Ich bin jetzt echt froh, hab's Rennen beendet, hab keinen Fehler gemacht und bin auch noch Erster geworden. Selten hat man einen Adam Latschko so glücklich gesehen. Als alles schon bereit war für Rennen 4, hatten plötzlich die Kehrmaschinen das Sagen auf der Rennstrecke. Eine nicht identifizierbare Flüssigkeit hatte sich einmal rund um die Rennstrecke aus einem Rennfahrzeug aus einer Rahmenserie auf das Asphaltband verteilt und konnte trotz aller Bemühungen und Beratungen der Experten in der Kürze der Zeit nicht entfernt werden. Die Reinigung wird vermutlich 2 oder 3 Tage dauern. Wir haben es versucht, der ADAC hat sein Bestes gegeben, aber wir müssen eine Entscheidung treffen, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Meine Erkenntnisse und die der Fahrer haben ergeben, dass es nicht möglich ist, ein sicheres Rennen Nummer 4 zu fahren. Die Entscheidung des Renndirektors wurde von den Fahrern in vollem Umfang unterstützt. Wir alle sind traurig, das ist echt ungewöhnlich, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Es wird noch mehr Regen erwartet und dann wird es echt gefährlich. Es ist nicht möglich, hier sicher Rennen zu fahren, die richtige Entscheidung zu sagen, nein und kein Rennen fahren.
Zum Abschluss gibt's für den besten Fahrer des Wochenendes noch eine besondere Trophäe. Der Truckmaster Germany 2017 heißt Adam Latschko. In der Gesamtwertung keine Veränderung auf den ersten drei Positionen, aber Latschko hat seinen Vorsprung auf Steffi Halm auf 46 Punkte ausgebaut. Dahinter auf Rang 3 Jochen Hahn mit nur einem Punkt weniger. Und das nächste Aufeinandertreffen gibt's auf dem Slowakia-Ring. Das erste Mal übrigens, dass die FIA Truck Race Europameisterschaft auf dieser Rennstrecke zu Gast ist.